Hallo und herzlich willkommen beim kleinen Anleitungsfilm zum Tor-Browser. Ich möchte euch einmal zeigen, wie ihr den Tor-Browser auf euren Computer kriegt und am Ende damit arbeitet. Das ist eigentlich ganz einfach und deshalb geht der Film auch ganz schnell. Wir brauchen als erstes einen Browser. Ich mache es hier unter Mac OS X, funktioniert unter Windows, aber alles eigentlich genauso. Ich habe hier erstmal die Startseite vom Teleschirm und mit dem digitalen Fußabdruck hier, möchte nun aber auf den Tor-Browser kommen, beziehungsweise aufs Tor-Project. Ganz einfach, ich gebe torproject.org ein. Da haben wir es schon, torproject.org. Dann klicken wir hier auf den Download-Button. Ich nehme jetzt den Button von Mac OS X, stelle vorher noch die Sprache Deutsch ein, klicke auf Download und dann lädt er das auch schon runter. So, nun ist bei mir der Download abgeschlossen. Ich klicke in den Downloads-Ordner, ziehe mir den Tor-Browser einfach auf den Desktop, damit es einfacher ist. Den Tor-Browser starte ich jetzt einfach mit einem Doppelklick. Nun fragt Apple mich, ob ich das öffnen möchte, weil es aus dem Internet ist. Das macht Windows ja mittlerweile genauso. Da habe ich einfach auf Öffnen geklickt. Nicht verzweifeln, wenn es einen Moment dauert mit dem Starten. So, nun hat sich nämlich dieses Vidalia Control Panel geöffnet. Das ist sozusagen der kleine Helfer im Hintergrund. Der sorgt dafür, dass man immer wieder neue Wege bekommt und immer wieder über neue Server geleitet wird. Und es verbindet mich am Ende eben auch mit dem Internet, beziehungsweise mit dem Tor-Netzwerk. Nun ist die Verbindung hergestellt. Nun warte ich noch einen ganz kleinen Moment, dann öffnet sich nämlich automatisch der Tor-Browser. Das macht es unter Windows auch, also keine Angst. Da ist er schon. Und der Tor-Browser sagt mir nun: Mensch, klasse, hat ja alles geklappt und du bist mit dieser IP im Internet unterwegs. Das ist natürlich keine deutsche, beziehungsweise nicht meine IP, das ist die des letzten Servers, über den ich geroutet werde. Das kann jede IP der Welt sein. Nun können wir hier einfach in die Browserzeile irgendwas eingeben, zum Beispiel WikiLeaks. Das möchte ich gerne öffnen. So, da ist WikiLeaks. Hier würde ich noch empfehlen, in jedem Fall die Skripte allgemein verbieten, weil über das Java, was in Seiten implementiert sein kann, kann am Ende die richtige IP, also die IP, hinter der ich wirklich sitze, ausgelesen werden. Nur mehr die WikiLeaks-Seite und niemand weiß, dass ich das bin. Und ich habe die WikiLeaks-Seite aufgerufen. Und nun gibt es noch was ganz Tolles im Tor-Netzwerk. Und zwar, es gibt eigene Top-Level-Domains, die dann immer auf Onion enden. Da habe ich jetzt mal eine rausgesucht und zwar auch von WikiLeaks. Und nun weiß am Ende auch niemand, auf welchen WikiLeaks-Server ich eigentlich geleitet werde. Das ist zum Beispiel toll, wenn Blogger aus dem Iran, nun ist die Verbindung leider fehlgeschlagen, scheint nicht mehr zu funktionieren. Das wäre aber eine tolle Sache, wenn ich zum Beispiel ein Blogger aus dem Iran bin und gerne Filme oder ähnliches der Welt zur Verfügung stellen möchte, um zu zeigen, wie der Alltag im Iran oder mal einfach in Syrien ist. Da weiß am Ende niemand, dass ich das bin, aber die ganze Welt kann es abrufen, eben über dieses Tor-Netzwerk. Nun kann ich ganz normal hier über diese Seite surfen. Einziger Nachteil beim Tor-Browser ist, wenn ich zum Beispiel Google öffnen möchte, da gibt es eine kleine Sperre. Ich kriege zwar die Startseite von Google auf und da kann ich jetzt zum Beispiel WikiLeaks eingeben und dann wird Google mir ganz schnell zeigen: Oh, tut mir leid, machen wir nicht. Nun tut Google etwas, wovon ich selbst überrascht bin und kann ich hier zum Beispiel WikiLeaks öffnen. Ich kann aber eben auch jede andere Seite der Welt öffnen und dann bin ich im Tor-Netzwerk unterwegs gewesen. Das wollte ich euch gerne zeigen, auch um zu zeigen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist und es alles auch kein Hexenwerk ist. Und hoffe, dass ich euch alle davon überzeugen konnte, das Tor-Browser-Bundle einmal herunterzuladen. Also dann.
Wie immer, traut niemandem und seid vorsichtig.